Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Gesegnet sei, wer seine Vergebung erfleht. Gesegnet... Was? Wer seid ihr? Ich bitte euch, stört die Kontemplation des Mädchens nicht. Ehrwürdige Mutter, ich kenne diese Person nicht. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon ihr redet. Bitte verstört sie nicht. Sie braucht Stille und Einsamkeit, damit ihr Geist ruhen und ihr Herz heilen kann. Nicht real? Ich verstehe nicht. Ich erinnere mich, da war ein Zeichen. Liliana, wir haben schon über dieses Zeichen gesprochen. Der Erbauer mischt sich nicht in die Angelegenheiten der Sterblichen ein. Eure Vision war wohl eher das Werk von Dämonen. Der Erbauer sorgt sich um uns. Ich glaube, dass er seine verirrten Kinder ebenso sehr vermisst, wie sie ihn. Meine Vision mag nicht von ihm stammen, aber sie leitet mich an, das Richtige zu tun. Meine ehrwürdige Mutter wusste das. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr seid nicht sie. Gehen wir. Mein Kopf ist noch nicht wieder klar, aber ihr kommt mir bekannt vor. Ich glaube, dass ich euch vertraue. Das ist eure Heimat, eure Zuflucht. Wollt ihr die Sicherheit dieses Ortes wirklich verlassen? Bleibt und erfahrt Frieden. Das ist nicht nötig. Ich trage den Frieden der Kirche in meinem Herzen. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich werde es nicht erlauben. Nein, sie gehört uns. Jetzt und immer da. Es ist nur das zu erledigen. Ich kümmere mich. Heiliger Erbauer, sie war ein... Oh, mein Kopf schmerzt, als sei ich gerade aus einem schrecklichen Albtraum erwacht. Hatten wir nicht irgendeine Aufgabe zu erledigen? Wir sollten aufbrechen. Moment, was geschieht da mit mir? Ihr seid zurück. Das überrascht mich nicht. Es gibt keinen Ausweg. Bei jedem Schritt denkt ihr, er könnte euch vielleicht nach Hause führen. Aber das ist ein Irrtum. Aldred hat das alles geplant. Auf Aldreds Vorschlag hin wollte der Zirkel sich mit Loghain verbünden. Doch dann wurde der Verrat des Terran bekannt. Aldred hatte Ausflüchte, aber wir ließen sie nicht gelten. Er geriet in Panik und wollte fliehen. Aber Irving hatte es nicht zugelassen. Ich weiß nicht, so weit kam es gar nicht. Ich war nicht bei der Sache. Solche Treffen sind meist langweilig. Und das Ergebnis steht ohnehin bereits vorher fest. Aldred hat einen Energieblitz gewirkt, der uns alle gegen die Wand geschleudert hat. Da bin ich aufgewacht. Es war bestimmt ein Signal, denn plötzlich kam eine Gruppe von Magiern in die Kammer gelaufen. Dann habe ich zum ersten Mal gesehen, was Blutmagie anrichten kann. Es war, als entlade sich der Zorn des Erbauers selbst über unseren Köpfen. Es soll nicht so enden. Spürt ihr es? Es wird so kalt.
Was haben wir denn hier? Einen aufsässigen Lakai? Einen entflohenen Sklaven? Na sowas. Ganz schön frech. Genug gespielt. Ihr müsst jetzt alle wieder zurück. Oh, hier bin ich. Und da seid ihr. Ihr wart einfach verschwunden. Na, wie auch immer. Ihr wolltet uns voneinander trennen, weil ihr uns fürchtet. Ist es nicht so? Ihr haltet uns nicht, Dämon. Wir haben einander hier gefunden und dagegen könnt ihr nicht bestehen. Wenn ihr friedlich zurückgeht, mache ich es besser. Und ihr werdet viel glücklicher sein. Müsst ihr immer nur an euch selbst denken? Das verletzt mich. Sehr sogar.